Guten Morgen. Guten Morgen, habe ich Ihnen gesagt. Guten Morgen. Ja. Die Frau, die gestern zu Dauer die gesagt, die wollte. Also du stellst dein neues Buch hier vor, das heißt dein neues, das ist dein, naja, dein ersten Comic vor, das ist richtig. Und wie ist es dazu gekommen? Ich hatte schon vor, erstmal einen Roman zu schreiben, nicht immer nur was Autobiografisches, was ich vorher gemacht habe, und habe aber zeitgleich durch einen großen Glückszufall den Maler kennengelernt. Und wir waren als einzige Ostdeutsche irgendwie bei so einer Wahlveranstaltung von den Grünen. Kannten niemanden. Er kannte keinen, ich kannte keinen, und da haben wir uns als Ostdeutsche zusammengefunden. Und hat mir erzählt, dass er ein Maler ist, und ich habe aber auch von ihm nichts im Internet gefunden, weil der irgendwie ganz toll zeichnen kann, aber kann sich überhaupt nicht verkaufen. Der ist großartig, der macht sonst so Galerien. Und da kam es zur Freundschaft und zur Zusammenarbeit. Was mir aufgefallen ist, dass wann ist denn das Buch erschienen? Oder anders gefragt, wie lange hast du gebraucht? Also die gesamte Arbeit an dem Buch nahm über 2,5 Jahre in Anspruch. Das heißt, Während der Pandemie. Während der Pandemie, kann man sagen. Also ich habe angefangen, die Figuren erstmal zu entwerfen, dann hat er die, also zu beschreiben. Und er hat dann die Figuren gemalt, bis wir eine Übereinkunft hatten. Das sind ja so ein paar Hauptcharaktere. Also 3 Musiker, Bärbel, Typhoon und Sherman, die Band SB62 darstellen, die es tatsächlich gab, die ich in meiner Teenie-Zeit unheimlich geil fand. Aber das ist mehr wie eine Legende. Es gibt tatsächlich eine Kassette, wo man so fast nur Geräusche hört, wo man das so in etwa nachempfinden kann, was die gemacht haben. Es gibt keine normalen, richtigen Aufnahmen. Und wir lassen diese Band wieder auferstehen, weil nicht nur ich, sondern der Maler hat die auch mal in Potsdam gesehen. So von Mitte der 70er Jahre bis so Beginn der 80er Jahre gab es sie. Also als ich ein Teenie war und mit meinem alten Freund von Chicorée, der hier mit dabei ist, Frank Brennecke, der Bassist bei Chicorée war, bei meiner ersten Band habe ich die zusammen erlebt, mehrfach. Die kamen irgendwie aus Lichtenberg, hatten keine Einstufung. Und wir waren fasziniert und wir hatten damals angefangen, von denen ein paar Titel nachzuspielen. Die haben so ganz komische Sachen gemacht. Sitting on a Dock auf Deutsch. Okay. Sweet, also Glamrock auf Deutsch. Baron Blitz haben die auf Deutsch gespielt, ganz verrückt. Und das haben wir versucht nachzuspielen, und daraus ist eigentlich unsere erste Band Chicorée entstanden. Also haben wir denen was zu verdanken. Das sind unsere Idole, kann man so. Und jetzt versuchen wir, die über die Geschichte und über die Musik wieder zu beleben. Es gibt tatsächlich noch einen, mit dem bin ich auch bekannt, der will aber damit nichts zu tun haben. Das Einzige, was er damit zu tun haben will, der will einen 10%-Satz anhaben. Also eigentlich ein Deal, was ja auch hier drinnen zu sehen ist. Die Geschichte ist trotzdem teilweise wahrhaftig, teilweise fiktiv. Ich gebe keine Klarnamen preis und baue natürlich, male es aus. Manche Sachen sind natürlich ein bisschen schlichter als hier dargestellt, aber es ist trotzdem irgendwie auch wieder, kann man sagen, autobiografisch. Das Schöne ist nur, dass mit dem Comic auch mal jemand sterben kann und dann wieder aufersteht. Mir ist aufgefallen, ich habe die ganze Zeit überlegt, warum heißt es Machandetal? Machandetal ist eigentlich ein... ich habe es noch nicht fertig gelesen. Ja, es ist ein Lied von einem Liedermacher, Harald Wandel heißt der, was mich fasziniert hat. Und ich habe auf meiner letzten Platte, auf der letzten Zöllner-Platte, habe ich nur den Text genommen und habe das Neue vertont. Und Machandetal ist so eine Art Synonym für schönen Ort, für hellen Tag, für eine tolle Begegnung. Also ein anderes Wort für Paradies oder Kommunismus oder wie auch immer. Also ist ein Synonym für etwas besonders Helles, für was Schönes. Ja. Genau. Ja. Und natürlich muss ich dich jetzt fragen, natürlich hast du es geschickt. Ich habe bis jetzt 2 Stellen, also 3 Seiten entdeckt,
geschickt das Mosaik untergebracht. Das lässt dich nicht los, oder? Das lässt mich nicht los. Ja. Und da stimme ich glücklicherweise mit dem Maler überein. Wissen. Also der ist sogar Jahrgang 60, also noch anderthalb oder zwei Jahre älter als ich. Ja, ja. Und der war auch ein großer Mosaik-Fan. Und wir haben eben tatsächlich vor, wenn wir einen Verlag finden oder eine Unterstützung oder einen Mäzen, dass wir nicht jeden Monat, aber vielleicht einmal im Jahr so ein Buch oder alle zwei Jahre so ein Buch rausbringen und die Geschichte von der Band SB62 immer weiter verfolgen. Mhm. Also bis über die Wände hinaus diese Figuren immer weiter zu beleuchten, eben wie gesagt aus einer Mischung zwischen Realität und Lebensfroher-Fantasie. Gib doch zum Abschluss mal noch bitte bekannt, ich kann es nicht auswendig, deshalb kann ich es nicht selber machen, die E-Mail-Adresse für, nicht die E-Mail-Adresse, doch, die Adresse für das Crowdfunding. Ach so, ja, wir machen, das läuft noch bis Ende Juni, das ist eine tolle Unterstützung. Wir wollen damit die Produktionskosten reinkriegen, also Herstellungskosten, Druckkosten, Musikherstellung. Das ist www.startnext.com/machandeltal-graphic-novel. Das merkt sich jetzt jeder von euch. Warte mal, ich kann dir mal hier, komm auf. Das gebe ich dir mit und kann man scannen sozusagen die Website. Da kommt man da hin. Das machen wir doch gefälligst alle. Danke dir. Ich danke dir, ja. Tobi.